concept of the show. And definitely in the age of chaos, there's one show you should watch, Server Down. Aus dem IDG Tower in München. Die Server Down Show. Jeden Mittwoch MMOs und alles, worauf man rumhacken könnte. Macht euch bereit für die Chaos Crew, die heißer ist als Siegfried und Roy. Hier sind Klaib und Weins. Ja, da ist der Weins gerade mal 2 Monate weg, dann ist er gerade mal 2 Mal da, kriegt so dermaßen Dab aufs Gesicht von mir und schon ist er wieder weg. Auf der Wiesn? Nein, allgemein. Ich habe ihn ja letztes Mal so kaputt geflamed und auch im Battle geschlagen. Dafür habe ich mir die Maxi hergeholt. Ja, die hat sich dann gleich mit Life is what you make of it, wear a hat. Yes, yes, ja. A hat every day. Ja, a hat every day. Wiesn-Sendung plus riesengroße, mega Wahnsinns. Markus Phoenix, nicht Markus Schwettl, nicht mit Markus Schwettl zu verwechseln, sondern Markus Phoenix. Gears of War 3 Sendung, ja, exklusiv direkt zum Start, so geil getimed, kann das nur einer, nämlich ich, mit dem Support vom ganzen Server Roundshow Team. Und weil Ordnung sein muss, geht es trotzdem mit den Wochenhighlights los. Und zwar mit einem traurigen, aber auch hoffnungsschimmertragenden Ding, das aktuelle offizielle Server Roundshow. Nee, World of Warcraft Heft, Server Downshow Heft, wir machen jetzt Server Downshow Heft. Du, wenn das online schon nicht funktioniert, dann machen wir doch ein Heft draus, das ist ja super. Nee, also das offizielle World of Warcraft Magazin von Blizzard, von diesem Future US Verlag ist eingestellt. 1,5 Jahre hat es gedauert, wer hätte es gedacht. Ich habe ja gesagt, dass die Leute, die World of Warcraft spielen, die lesen zwar gern, aber die haben kein Geld. Deswegen muss man solche Sachen niedrigpreisig machen und zum Beispiel so, ja, so wie unser MMO-Magazin, das hier im niegelnagelneuen, mega neuen Super-Design abgeht wie Teufel, ja, mit allem, was man braucht, mit Klassenguides, mit allem zur Transmogrification. Mit Bier. Und mit Bier, ja, genau. Die erste Ausgabe kommt für Abonnenten mit Bier, nennt man Covermount Bier. Und ja, schaut es euch an, Klassenguides ohne Ende, 40 Seiten über die Klassen, alles 4.3, Patch, endlich Todesschwinge auf die Fresse hauen. Also das Ding ist der Hammer. Nicht zuletzt deswegen, weil auch ich damit dran gearbeitet habe. Ja. Ich habe es nämlich von der Post hierher getragen. Und ja, also kaufen. Aber das war ja auch das Wochenhighlight Nummer 1. Nummer 2 darfst du machen. Ja. Ich mache dir mal die Biere auf. Oh, geil. Ja. Also Nummer 2 ist für alle Hobbyfotografen, werden sich freuen. Und zwar gibt es ein Spiel, das nennt sich Warco. Und das ist praktisch ein Spiel mit der Fotokamera anstatt mit der Waffe. Das ist bestimmt Warco, oder? Warco, sag ich doch. Du hast Warco gesagt. Ich habe an Markus Phoenix gedacht und wollte Warco sagen. Nicht schlecht geredet, nicht schlecht geredet. Ja, puh, das macht das Bier. Ja. Auf jeden Fall, ihr seid als Kriegsreporter in Krisengebieten unterwegs und müsst dann Fotos schießen. Und auch die da im Nachhinein zusammen zu einer Reportage hineinschneiden. Dann werden sie online gesetzt und ihr könnt dann, die anderen User können jeweils voten. Es ist auf jeden Fall mal was komplett anderes als einfach nur Gschnetzel, Gmetzel und Bier. Während ich dir jetzt erzähle, dass Crysis 3 noch gar nicht erschienen ist und dafür aber Crysis 1 auf der Konsole erscheint, und zwar im Oktober mit neuen Effekten und so zum Download und so, hast du gar nicht gemerkt, dass es bereits das dritte Wochenhighlight war. Und ich mir die Frage stelle, warum ich dir eigentlich ein Bier einschenke, wenn du eine halbe Masse hast. Her damit! Das ist doch keine Antwort. Ja, das ist doch keine Antwort. So, das war's mit den Wochenhighlights. Ich habe wieder hervorragende Biere eingeschenkt. Und jetzt geht's weiter mit Markus Phoenix, Gears of War 3 und Tobias The Butt Grinder, aka Stehgeiger Josef Veltin. So, Prost, herzlich Cheers. Willkommen hier. Nehmen wir mal einen tiefen Schluck. Und lesen noch ein bisschen im Magazin. Boah, ist das interessant. Mega Wahnsinn. So, Tobi, du bist heute da. Und zwar nicht nur, weil wir dich gern haben, nicht nur, weil es Bier gibt und nicht nur, weil du viel weißt, sondern weil auch dein Satz die offizielle deutsche Version von Gears of War 3 auf dem Cover schmückt. Ja? Ja. Tobi hat nämlich geschrieben, die Präsentation der Kampagne ist nichts anderes als eine Wurst. Wucht. Hast du dich wieder mal verlesen? Wäre schön, eine Wurst wäre auch nicht schlecht. Wäre nichts anderes als eine Wurst. So. Gears of War 3, der dritte Teil, erstmalig in Deutschland erschienen, erstmalig ungeschnitten und schön ab 18. Wunderbar, finde ich geil, weil
18-jährigen erwachsenen Menschen Sachen vorenthalten. Dazu sind sie ja alt genug. So, genau. Deswegen muss ich jetzt leider auch mit so einem Roundup anfangen, weil über die ersten beiden Teile haben wir nicht berichtet. Über die Kampagne wollen wir nicht so viel verraten, weil das ist ja Spoiler. Ja. Deswegen fange ich ja auch gleich im letzten Akt an. Und gleich mit dem schönen Kopfschuss, wenn man hier mal draufschalten kann. So, zack, der ist gleich mal weg. Und eine weitere Geschichte in Gears of War, die man unbedingt mal megamäßig positiv erwähnen muss. Ich verstehe gar nicht, dass das noch kein Spiel kopiert hat. Die Nachladefunktion. Die Nachladefunktion ist der Hammer. Wenn man jetzt hier zum Beispiel mit der Lance mal ein bisschen schießt und muss jetzt mal nachladen, dann hat man rechts oben so einen Balken und muss genau an dieser Stelle nochmal drücken. Stoppen. Genau. Ansonsten dauert es halt länger, oder wenn man an der falschen Situation drückt, gibt es eine Ladehemmung. Wenn man aber genau diesen Punkt erwischt, also ich zeige es nochmal, bam, bam, und dann hier, zack, dann hat die Munition, die quasi ab diesem Nachladepunkt kommt, mehr Wumms. Genau. Wie geil ist das bitte? Genau. Da ist sogar das Nachladen actionreich gestaltet. Und du verbrauchst sogar, glaube ich, auch weniger Munition dann, wenn du es im richtigen Moment stoppst. Das wusste ich jetzt automatisch schneller nachgeladen und verbraucht weniger Munition, ja. So, man hat hier seine Kollegas dabei, das ist auch eine mega geile Sache bei Gears of War, weil das kann man im Koop spielen. Und zwar sind es drei Leute, die man dabei hat, weil man es nämlich zu viert spielen kann. Vier Player Koop in der Kampagne ist halt schon mal super. Also ihr habt ja beide schon jetzt gespielt, ich noch gar nicht. Deswegen wäre es auch mal vielleicht nett für die Leute, die Gears of War 3 zumindest jetzt noch gar nicht in den Händen halten, was es dann so ungefähr geht. Tja, Tobi, ich versuche mal noch ein paar Gegner ausfindig zu machen. Du kannst mal erzählen, was hier so bei Gears of War also alles abgeht. Grundsätzlich ist es ja so, es gibt den Planeten Sarah bei Gears of War und der wird eines Tages angegriffen von den Locust. Locust, also so menschenähnliche, echsenähnliche, so eine Mischung Monster, die halt die Menschheit komplett ausradieren wollen. Und Marcus Fenix und sein Team sind quasi so die Besten der Soldaten auf Sarah und die werden halt ausgeschickt, um diese Monster komplett auszulöschen, radieren, wie auch immer man das sagen darf. Und ja, im dritten Teil ist es jetzt natürlich so, dass es quasi dem Kampf so dem Ende entgegengeht. Und es gibt natürlich immer riesige Endbosse und das Cover-System ist halt sehr cool, was Claib eben schon angedeutet hat. Aber prinzipiell, Monster wollen Menschen töten, Menschen müssen Monster töten, um zu überleben quasi. Das ist so grundsätzlich das, was Gears of War ausmacht. So versteht es auch die Maxi. Genau, so ist es ganz einfach ganz zusammengefasst einfach auf den Punkt gebracht. Das könnte man natürlich sagen, hey, das ist also nichts anderes als ein 3D-Shooter in Third Person. Genau. Ja, das ist grundsätzlich auch richtig, aber man muss halt einiges mal dazu sagen. Und zwar, das Spiel läuft auf der Unreal Engine 3, ist von Epic. Epic weiß halt nur mal, wie es geht. Und ich habe das am Wochenende durchgespielt. Hand aufs Herz, das Spiel hat, und man sieht ja, wie gut es aussieht, ja, kein einziges Mal geruckelt. Also nicht ein verdammtes Mal. Also gar nicht. Ja. Dann kommt noch dazu, dass wirklich an Gameplay ist es halt nicht zu überbieten, weil es läuft halt butterweich, es ist total intuitiv. Also man ist hier mit der die A-Taste ist dein Freund, sage ich immer. Also du gehst hier halt mit der A-Taste in Deckung, du kannst mit der A-Taste so eine Ausweichrolle machen, du kannst rennen, wenn du sie gedrückt hältst. Was man auf jeden Fall braucht, wenn man mal kurz draufschalten kann, ist halt auch die B-Taste, vor allem wenn man die Lancer hat. Eigentlich nur dann, wenn man ehrlich ist. Ja, oder wenn man die Retro-Lancer hat. So, jetzt konnte ich es leider nicht zeigen, weil meine Kameraden jetzt schon wieder schneller waren. Zeige ich es euch nachher. Denn damit kann man das Bajonett der Lancer bedienen, also die Kettensäge. Und ja, Kettensägen machen halt auch mal ganz gut Aua. Jetzt habe ich hier wieder mal so einen größeren Gegner. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Tobi. Wie heißen die nochmal? Darfst du jetzt auch mal hergucken? Das sind die Reaver. Ja, genau. Die haben also sind so bemannte, ja, Mega-Monster sozusagen, die halt hier die mir ganz gut einschenken. Das grad ist ganz cool, weil wie in so einem Actionfilm, wenn die kaputt sind, explodieren sie. Ja. Wie so Autos, die so abhängen. Das sieht hier gerade noch ein geiles Feature von mir. Ich habe jetzt also auf die Fresse bekommen und zwar ziemlich böse. Was dann passiert ist, ich habe so ein Bildschirm, wo mir gesagt wird, ich kann mich nach links und rechts bewegen, so krabbelnderweise, und kann ganz schnell die A-Taste drücken, dann versuche ich selber aufzustehen, ist aber halt relativ zeitaufwendig. Aber meine Kollegen können mich halt reviven. Und das Gute ist, sie machen es auch wirklich. Also stimmt. Es sei denn, du spielst mit richtigen Leuten, die verchecken das nicht. Ja, genau. Also in 95% aller Fälle überlebst du, das ist ganz cool, ja. Mega Spaß, kann man einfach nur sagen. Also ich will jetzt hier von der Story nicht zu viel verraten, aber ich will auf jeden Fall mal hier die Kettensäge nochmal zeigen. So. Ja. Aber ist es im Koop möglich? Was denn? Splitscreen oder? Ja, also auch. Du kannst mit zwei Leuten sozusagen Koop spielen, das, im Splitscreen. Ja. Oder du kannst halt eben über Xbox Live. Oder System Link. So, hier kann man mal die Kettensäge sehen. Oder ja, kann man halt einfach auch zu viert spielen.
Und dann gibt es da ja auch noch den Versus-Multiplayer-Modus online, also 5 ja. gegen 5. Dann gibt es noch einen Horde-Modus, ja. wo du... Da wollte ich jetzt gerade mal drauf eingehen. Ach so. Da gehe ich jetzt gleich mal zurück. Dann unterbreche ich dich nicht. Also es gibt zwei verschiedene Sachen. Einmal gibt es die Kampagne und dann gibt es die Kampagne nochmal im Arcade-Modus. Das bedeutet also ich will jetzt hier nicht mega Werbung dafür machen, aber es ist wirklich ein super Spiel, deswegen muss man das mal lobenswert erwähnen. Der Arcade-Modus ist quasi... ja, du spielst die Kampagne nochmal oder kannst auch sagen, hey, ich möchte in dem Akt oder in dem Akt einsteigen, so du da schon warst. Und dann hast du so eine Art Multiplayer. Das heißt, wenn du nicht stirbst und wenn du halt Gegner tötest oder wenn du halt coole Action machst, dann hast du so einen Multiplayer, der wird halt mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Genau. Und da kriegst du eben Punkte und diese Punkte gehen auf dein Level drauf, den du bekommst, wenn du zum Beispiel Multiplayer spielst, aber auch wenn du die Kampagne machst. Genau. Hier sieht man jetzt zum Beispiel ganz gut, wenn wir hier mal die... Options einblendet, Multiplayer, da habe ich jetzt schon ein bisschen was freigeschaltet. Du hast also zwei Waffen, die du wählen kannst, also zwei Waffenslots. Entweder du nimmst die Lancer oder du nimmst halt die Hammerburst. Das ist so eine Art, auch so ein Maschinengewehr mit, da kann man dann so hinzoomen und halt so ein bisschen geschützmäßig benutzen. Dann kannst du dich bei den Shotguns, ob du die abgesägte willst oder ob du halt die normale willst, kannst die mit verschiedenen Waffen-Skins customizen. Übrigens eine saugute Sache. Guck mal hin. Kannst du dich auch hochleveln? Ja, wollte, klar. Er wollte hier eine coole Sache machen, nämlich für meine Lancer wollte ich mir so eine geile Textur kaufen. Ja. Waldpixel? Das nein, ist ja Tribal. Ja, dann heißt halt hier bitte Xbox Live anmelden, dass das funktioniert. Muss ich mal machen. Come on. Wieso wurde die Netzwerkverbindung unterbrochen? Ist komplett raus jetzt. Das kann nicht sein. Das Fail. Kann nicht sein. Das geht, es muss gehen. Aber sag mal, wenn es jetzt, also das, was ich jetzt bisher gesehen habe, das kennt man schon auch, man darf es ja sagen, es gibt es im zweiten Teil. Gibt es denn Erneuerungen, also gibt es neuere Gegner, sozusagen mehrere, oder ist das schon noch relativ, kann man sagen, so okay, ist, manche Leute könnten sich denken, es ist halt ein weiteres Gears. Ist es prinzipiell auch, es perfektioniert quasi das Spielprinzip auch nochmal. Also es sieht nochmal besser aus, es funktioniert nochmal ein bisschen runder, habe ich den Eindruck. Und Gegner gibt es zum Beispiel die Lambent-Gegner neu. Also das sind quasi Locusts, die in so ein Zukunftserdöl reingefallen sind. Und die zu Obelix-mäßig die Zukunftserdöl reingefallen. Und die leuchten halt und die explodieren bei Beschuss. Also das sind komplett neue Gegner, die haben auch Tentakel und so. Also es gibt auch natürlich viele neue Schauplätze, die allerdings meines Erachtens nach etwas zu hell sind. Gears war für mich halt immer so ein etwas düstereres Spiel. Jetzt ist es halt sehr hell. Aber prinzipiell hast du schon recht, es ist eigentlich dasselbe Spielprinzip quasi auf die gute Spitze getrieben. Gibt es da eigentlich Kinect dabei? Nee. Nein. Aber 3D gibt's. Der 3D-Modus ist allerdings nicht so cool, weil da wölben sich teilweise die Böden und ist nicht ganz so cool, wie es man auf der Playstation zum Beispiel 3D kann. Ist ja auch total overrated. Ja. So, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, was gerade nicht ging, hier kann man auch, je nachdem, wie viel man halt spielt, und man wird für alles belohnt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist jetzt im Multiplayer der Erste, der in der Runde stirbt, Auszeichnung. Man tötet fünfmal denselben Gegner, Auszeichnung. Man hat super nachgeladen, Auszeichnung, bla 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 bla. Und dafür schaltet man dann eben Sachen frei, wie zum Beispiel diese Skins, ja, die man sich auf die Waffen kleben kann. Oder entweder spielt man halt eben hier bei den Gears oder man spielt bei den Locust. Und da kann man sich dann auch hier so lustige Leute freischalten. Ja, also spielt man hier halt. Hast du ja noch nicht allzu viele freigespielt. Hallo, ich bin Level 22. Ja. So, Dizzy. Wie viel geht's? Was? Bis wie viel geht's denn? Es gibt ein Achievement, wenn du Level 100 hast. Also schätze ich mal 100. Okay. Und das wird ganz schön zäh. Also hier kannst du halt alle möglichen Dudes spielen, kannst dir deine Waffen auswählen. Und es ist halt einfach wirklich, es gibt so viele Modi, King of the Hill, bla bla, Capture the Leader und so weiter, die man jetzt alle eigentlich schon kennt. Aber es ist total super, das zu spielen, weil die Motivation hört halt nicht auf. Ja, absolut. Weil du halt die ganze Zeit für irgendwas belohnt wirst. Das ist so. Entschuldigung, was würdest du in der Kampagne sagen, wie lange man da braucht? Also 10 Stunden würde ich sagen. Im normalen Schwierigkeitsmodus Könner oder ambitionierte Spieler sind ein bisschen schneller durch, aber dann gibt es natürlich auch noch zwei höhere Modi, die dann auch noch mal irgendwie mehr Spaß machen, gerade im Koop-Modus. Aber ich würde so sagen, roundabout 10 Stunden. Wo ist mein Bier? Wieso ist mein Bier weg? Achso. Weiß nicht. Ja, wieso ist das Bier weg? Verdient? Ich weiß es nicht. Ist einfach weggestellt. Prost. Nein. Tschüss. So, auf die Wiesen Gears. Übrigens. Und auf Gears und auf die Wiesen, ja. Gears sagt man da, weißt du? Cheers, Gears. Neuer Trinkspruch, Gears. Sehr gut. So, was ich jetzt hier noch sagen wollte, eine Sache, auf die ich persönlich total stehe, Statistik und Auszeichnung, ist also das, was man sich mal angucken kann, was ist eigentlich so mit meinem Charakter los. Ich bin also jetzt hier Clay, bin Level 23 und habe halt hier bestimmte
ja, wie viel habe ich schon gespielt, wie viel habe ich gewonnen, wie viel habe ich verloren, in dem und dem Modus, bla bla bla. Und hier habe ich meine Achievements, das habe ich da schon geschafft. Was sind lustig? Das ist immer lustig, wenn der Kameramann immer so ab und zu mal... Der Kameramann hat geseufzt, ja, aber nur, weil er selber noch kein Gears hat. Ja, genau, nicht, weil er langweilig ist. So, hier habe ich die Achievements, hier habe ich meine Waffenskins, da kann ich also sehen, bla bla bla, wie viele Herausforderungen habe ich schon gemacht, wann kriege ich die nächste Waffenskin. Coole Sache, in Gears gab es ja schon immer Sachen zum Sammeln. Gears. Hey. Ah, Entschuldigung. Du hast bei mir geklaut. General Gears. Gears. Jetzt musst du seufzen. So, und das gibt es natürlich in Gears of War auch wieder. Und du siehst, in welchem Akt habe ich was gefunden. Gerade, dass ich nicht noch sehe, wo ist es. Das finde ich halt auch ganz cool. Dass man mal so weiß, was ist da eigentlich los. Früher waren das nur die Cog-Tags. Ganz schön viel, ja? Text. Ja, das muss man ein bisschen lesen, Maxi. Ich weiß, das ist nicht der Stärke, aber das kommt noch. Ja, auf Skatkabel ist es nicht gerade meine Stärke. Nee. Das sind die. Der kommt ja gleich nach heute ist Gegenteiltag. So, das sind die Bänder für die Geschichten, die man erledigt hat, wie zum Beispiel töte geduckt wegrennende Gegner mit einem Kopfschuss. Das muss man erstmal schaffen, das ist gar nicht so einfach. Und wie du siehst, ich habe es geschafft. Dann gibt es noch so Medaillen, die kannst du dir dann auch in deinem Tag hinzufügen. Das heißt, wenn jetzt da im Multiplayer steht, Kleb hat Tobi getötet, dann erscheint bei mir halt dieser Tag hier, bla bla bla. Und dann gibt es zu guter Letzt noch die besten Listen. Also ganz, ganz viel, was in diesem Paket drinsteckt, ja. Das muss man einfach mal sagen. Also gibt's dafür, dass es ein Shooter ist, hast du halt 1000 Sachen, die du machen kannst. Genau. Ja. Also für 60 Euro muss man sagen, so als Komplettpaket ist man da schon mehrere als bei Monate, wenn man es wirklich intensiv spielt, schon was? Beschäftigt. Das für Black Ops ja auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen, da man ja noch den Horde- und den Bestien-Modus hat. Der Horde-Modus ist quasi so ein Spiel mit deinen Kumpels halt zusammen und wäre so Wellen. Genau, Angriffswellen, der Low-Cost-Up, die immer stärker werden. Und immer krasser. Und diesmal kann man, glaube ich, sogar Geschütze selber bauen und so Geschichten machen. Genau. Bestien-Modus, weiß ich jetzt gar nicht genau, was das ist, aber das steht hier. Vernichten Sie so schnell wie möglich Wellen. Von Menschen. Gestrandeten und, ja, ach so, Menschen. Also es ist quasi... Vernichten Sie Menschen. Genau, umgekehrt, ja. Ja. Ist ein bisschen... Wenn man in Deutschland ist, ist das so ein bisschen heikel formuliert, glaube ich. Also ich habe so ein bisschen, als ich das gelesen habe. Also, echt? Nö. Ich finde es okay. Du findest das gut. So, also, wenn ihr die Server-Downshow jetzt schaut, dann esst ein Semmel und macht euch einen Kaffee und wartet, bis die Geschäfte aufmachen und holt euch das Spiel, weil das ist absolut geil. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, genau. Außer Prost, Horst und weiter geht's gleich mit dem Battle. Cheers. Ciao. So, wenn wir natürlich hier Gears of War 3 haben, dann machen wir auch eine Gears of 3 Battle und zwar im Splitscreen und zwar der Tobi gegen mich. Tobi heißt Slimy, ich heiße Kleb. Ich spiele die Locusts und du spielst die Gears. Jetzt müsste es nochmal losgehen. Das ist auch dieses beim Ladebildschirm Knöpfe drücken. Ja. Das ist super. Das ist total geil. Weißt du, was ich aber wirklich hasse, muss ich jetzt mal sagen, aber da kann das Spiel nichts dafür. Ich hasse Splitscreen. Mittlerweile, ja, in Zeiten von Internet und System Link. Mag ich es auch nicht mehr so. Ich kann mich nicht auf. Also, ich müsste mir so eine Brille machen lassen, wo dann das obere Teil abgedunkelt ist. Verstehst du, dass ich nur das sehe? Vor allem so, ist es auch so. 10 Sekunden dauert es noch. Ich fühle mich gut. Ich auch. Trainiert. So ein bisschen wie vom Pro Evo-Turnier. Ja, richtig. So ein paar, das wäre auch mal eine knackige Idee. Schweinebraten. Splitscreen in einem Fußballspiel. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel auch schön schon mal, dass ich so eine goldene, abgesägte Schrotflinte habe. Und der Tobi, der mich jetzt gnadenlos schlagen wird. Das glaube ich nicht. Oh, gut, ich kenne die Karte gar nicht. Das macht nichts. Ich kenne die Karte. Das ist so eine typische Aussage von so, weißt du schon. Pro-Spielern. Ja, ich kenne die Karte nicht. So, komm her, du Huso. Bist du das oder ist das ein Bot da hinten? Das weiß ich nicht. Siehst du, da hast du mich schon gleich. Uiuiui, gut. Hast du schon auf die Fresse gekriegt oder was? Ja, von wegen. Ich habe gut auf die Fresse gegeben. Oh, Hilfe. Oh, ich glaube, da bist du. Ich treffe gerade nicht. Also irgendjemand habe ich zersägt. Ich weiß nicht, ob du es warst. Du warst es nicht. Nee, ich lebe. Das finde ich gut. Oh, da schießt einer, Ich freue mich bester Gesundheit. So. Ich habe doch gesagt, stell die Bots nicht auf Insane. Das ist nicht Insane. Ja, leider nicht. Hier gibt es sogar Hühner, das ist ja geil. Ja, die kann man abschießen. Ich glaube übrigens, dass das sogar... Sowas ist doch immer so ein Mega-Kandidat für Achievements, oder? Töte 8 Hühner mit der abgesägten Shotgun in 2 Minuten. Oder in 10 Sekunden. Töten! Ich muss töten, Tobi-Welt hin.
So, so, wo bist du? Wo bist du? Das bist nicht du, aber es ist einer deiner Kollegen. Deswegen gibt es megamäßig auf die Fresse. Komm, Granate. Das ist doch nur eine Rauchgranate, da passiert doch gar nichts. Scheiße, hast du hast recht. Scheiße. Oh, 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 oh. Sieht mir das, was ich gerade erzählt habe? Ich kann jetzt A drücken, aber das wird leider nichts mehr. Ja, nein! Nein! Oh Gott! Oh und das habe ich jeden Abend. Oh, ich bin down. Ja, das ist richtig so. Das ist mehr als richtig so, weil du bist viel zu lang gestanden. Und weiter geht's. So, pass auf. Herz zu richtig und dann bist du fällig. Ja, das ist bei Halo auch immer gesagt. Und dann habe ich die geilsten Granaten der Welt geschmissen. Das war aber in der Kampagne. Nee. War das? Ich weiß es nicht. Quatsch, das war überhaupt. Hallo. Das war dann in der Hallo. Kampagne. Hallo. Hallo. Nee, Kettensäge. Diese verdammte Rauchgranate. Du kriegst übrigens, das liegt daran, dass ich schon so viel Multiplayer gespielt habe, bei mir poppt das nicht mehr so megamäßig auf, aber du kriegst die ganze Zeit diese Auszeichnung, hast du gesehen? Ja. Das ist halt dieses Call of Duty Prinzip, ja, das ja Modern Warfare eingeführt XP, hat. Plus XP ständig plus XP, irgendwas. Ja. Belohnung. Ich will respawnen. Jetzt. Ich hab ihn gedownt. Jetzt muss ich ihn töten. Das ist Lead Speak für Shooter-Spiele. Was, er lebt? Ich hab ihn gedownt. Vor allem habe ich ihn gesägt. Geil. Hier ist ja voll diesig, ich sehe ja gar nichts. Ich habe auch hier mal gekriegt. 50 Punkte habe ich hier gekriegt. Ich möchte mal erzählen, dass ich 50 Punkte gekriegt habe. Warum eigentlich? Das gucke ich gleich mal nach. 50, Alter. Gott sei Dank kriege ich meine eigene Festplatte dabei. Wenn Henry ernst sieht, du. Das bist doch du, ich sehe dich doch. Man muss sagen, ah, verdammt. Oh, jetzt zeige ich dir was Cooles, schau. Oh, scheiße, nee, doch nicht. Oh. Dann haben wir sogar noch ein Kettensägen-Battle. Ah. Und das war auch noch ich? Ja, klar. Scheiße. Das habe ich übrigens gerade vergessen, ja, vergessen zu erzählen, aber jetzt hat es ja jeder gesehen. Wenn beide gleichzeitig die Kettensäge ziehen, dann... Dann wird es blutig. Nee, beziehungsweise nee, dann wird es erstmal... spannend. Spannend, genau. Ja, das ist wie Schalke und Bayern. So. Ja, aber habe ich jetzt mal irgendwann gewonnen? Ich meine, so, wissen du so, will, so dominant, wie ich hier die ganze Zeit auftrete. Steh auf. Das bist du ja schon wieder. Ja. Nee, ich habe gerade irgendjemand habe ich erwischt, aber ich weiß nicht, wer es war. Oh, come on, hey. 10 Sekunden Respawn-Zeit, das ist unverantwortlich. 5 sind schon viel. Wir haben doch gar nicht so viele Respawns. Wie viel haben wir eingestellt? 10. Ja. Aber ist ja auch gleich vorbei, man sieht's ja. Wo? Oder? Oben? Du musst, glaube ich, noch 2. Ihr müsst noch 2 Frags machen. Ihr müsst noch 2 Frags machen und dann. Was? 2 Frags? Frags. Ja, man muss ja sagen, im Vergleich zu anderen Shootern ist das Tempo ja vergleichsweise niedrig. Ja, man kann es aber auch so spielen, dass es nicht so niedrig ist. Ja, das so, du liegst jetzt im Dreck und jetzt wirst du zum Abschluss mal von mir exekutiert. Guck. Das hört man doch gern. Ja, ich glaube, das war's. Und jetzt packe ich am Schluss noch einen mit der Kettensäge. Oh! Da hat irgendeiner Granaten geschmissen hier. So, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich kann noch was machen. Ich kann noch eingreifen. Ich kann nichts mehr machen. Dann mach mal was. Ich mach so lange die Ghost-Kamera und guck, was du machst. Ach so. So, und jetzt ist quasi Last Man Standing. Ja. Nee. Doch, weil ihr keine Spawns mehr habt. Du kannst zum Beispiel nichts mehr machen und wenn alle eure Typen kaputt sind... Ja, die sollen dich jetzt aber mal down machen hier. Y, drück Y. Jawohl, wenn, dann machen wir schon eine gescheite Execution. Ja, ich werde dabei allerdings angeschossen. Deswegen habe ich gesagt, du musst unbedingt exekutieren. Ach, und es ist einfach so herrlich, wie dieses... Deckungssystem funktioniert. Und ist auch so herrlich, wie es läuft, gell? Ja. Also es ist einfach immer super flüssig, fluffy und so. So, der kriegt noch schön die Säge. Und jetzt müsste es auch gleich vorbei sein. Da ist noch einer.
hinter dem Hühnchen. Oh, das habe ich zertreten, was geht? So, auf Wiedersehen. Töte den gelben Gegner, so. Denselben Gegner fünfmal. So, du hast gewonnen. Ich muss sagen, ich bin stolz auf mich. Tobi, hast du gut gemacht. Ich weiß. Danke für den Battle. Gerne. Und jetzt brauchen wir mal ein paar Leserbriefe. Maxi. Ja, servus. Was hältst du davon? Schau mal, den kann ich mit auf die Wiesen nehmen, dann passiert mir nichts. Wieso? Der ist doch ziemlich klein, oder? Mal eben. Ja, hallo, dafür, aber dafür ist er Marcus breit. Phoenix ist er ganz schön klein. Er ist klein, dafür dünn. Das geht schon. Also, gewonnen hat. Klein, aber dünn, da passiert nichts. Du hast gesagt, passiert nichts, klein, aber dünn. Ja, eben. Und zwar hat ein Gods of Heroes mit einem Schal, weil es ja so kalt wird jetzt und so, gell, auf der Wiesen, damit man auch im Biergarten noch draußen sitzen kann. Und dazu Würfel-Merchandise von Gods of Heroes. Hier ist übrigens 30 Tage freie Spielzeit mit dabei. Als Hauptpreis. Wow. Und das hat der Fatboy gewonnen. So. Der Fatboy? Ja. Heißt der Fat oder Fatboy? F-E-T-T. Also, ah, Fat. Fat Boy. Aber mit F halt. Wie schlimm. Also nicht Fat Farm mit PH, sondern. Ja, oh. Wie auch immer. Kennst du eh nicht. Nee. Ich weiß. Das Spiel, muss ich sagen, ist natürlich. Das ist die Legende Police, die Polizeisimulation. Ja, die letzte Redaktionsfolge beschäftigt sich ausgiebig mit diesem Thema. Fast schon ein Hauptpreis dementsprechend, ja. Wollen wir mal sagen. So. Und zwar an Freelancer AMP. Mittwoch ist der kleine Samstag. Herzlichen Glückwunsch. Und was ich noch sagen wollte, ein Fernseher, auf dem du Splitscreens zusammen spielen kannst, wurde ja auf der E3 von Sony vorgestellt damals. Das ist richtig, ja. Für alle Leute. Und zwar soll es ein billiger 3D-Fernseher werden. Und ihr könnt da nebeneinander sitzen und nicht per Splitscreen, aber dann seht ihr zumindest euer Spielfeld sozusagen. Und der Nachbar auch, was ich ziemlich cool finde. Aber ich weiß noch nicht, ob das dann, wenn ich mich nur so ein bisschen bewege, ob ich dann sofort ins Nachbarfeld sozusagen reinrücke. Dazu macht Ikea bestimmt den richtigen Stuhl, der dir so den Kopf einspannt, ja. Dass du dich nur bewegen kannst, sondern nur die Augen. Der 3D-Stuhl. Ja. Der 3D-Fixation-Stuhl. Ja, weißt du, wann er rauskommt, Tobi? Nächstes Jahr, gell? Ende des Jahres, glaube ich, sogar schon. Ja, ja. Zu Weihnachten. So. Barakax schreibt, so, hallo, es gibt auch Zuschauer aus Österreich, also aus Wien, wie ich. Wir hatten sogar mal Praktikanten aus Österreich. Gute Show, Petra hat wie immer einen guten Job gemacht. Ich sehe sie immer wieder gerne in der SDS. Wird es denn mal wieder eine Folge zu Minecraft geben? Kommt ja bald der neue große Patch. Nee. Wieso nicht? Weil ich damit durch bin. Aber wieso? Ja, weil Minecraft auf der GameStar.de ungefähr so abgefeiert wurde wie Döner süß-sauer und es reicht einfach. Also Minecraft ist durch. Also man muss nicht auf jeden Zug aufspringen. Das sag ich dir ganz ehrlich. Auf welchen Zug springst du dann auf? Auf dem ICE nach Nürnberg und esse ein Schäufele. Ein was? Ein Schäufele. Was ist das? Totes Tier? Ein Schäufele? Ja. Weiß einer, was ein Schäufele ist von euch? Was ist denn das? Ein Schäufele ist eine fränkische Spezialität. Ja, Franken, hallo, schau mal an, was ich anhab. Ja. ja. Ja, gut. Ist aus Tirol oder was? Ein Schäufele ist ein Stück Fleisch von einem Schwein, das ultra geil im Angebraten, halt so Backofen Schweinshaxenmäßig. Ja? Verniedlichung von der Schweineschaufel hier von der. Von der Hüfte. Schweineschaufel. Von der Hüfte? Von der Hüfte, ja. Super gut. Okay, Strohhut Michel schreibt, by the way, warum sind die meisten MMOs eigentlich nur Rollenspiele? Es gibt doch so viele Genres, die mal bedient werden könnten. Oder wäre das schlecht? Was meint ihr denn von der SDS dazu? Ich fand beispielsweise Test Drive Unlimited 1 ganz toll. Need for Speed World wäre auch gut, wenn es nicht so scheiße wäre. Also die Abkürzung MMO leitet sich ja ab von MMORPG. Was ja namentlich Massive Multiplayer Online Roleplaying Game heißt. Das heißt, mit diesem, das hat sich ja nur verkürzt, weil diese Abkürzung so aliens lang ist, dass er den Namen Abkürzung eigentlich gar nicht mehr verdient. Mit MMO ist ja quasi Rollenspiel gemeint, ja, Online-Rollenspiel. Weil zum Beispiel Counter-Strike oder auch hier so Gears of War-Geschichten, die man auch megamäßig online spielen kann, sind ja keine MMOs, das sind einfach Multiplayer-Titel. Aber ich gebe dir recht, man könnte natürlich auch mal. Also ich schätze mal, du ziehst jetzt auf dieses Schwert raus und Goblins töten im Prinzip. Also da kann man natürlich auch andere Sachen machen. Da müsste sich halt mal ein innovativer Entwickler mit einem innovativen Publisher zusammentun
und mal mit einer Idee rüberkommen. Mach doch mal einen Vorschlag. Vielleicht können wir das ja umsetzen hier in unserem Kreativzentrum. Direkt, ja. Alize schreibt noch, er versteht nicht den Sinn der ganzen Posts, wo da steht, Weins gewinnt, Kleb gewinnt, Weins gewinnt, Kleb gewinnt, Weins gewinnt. Und sagt, ist das irgendwie zum Spammen da oder sammeln wir Posts? Erklär doch mal dem netten Herrn, why? Also damit hast du dich eigentlich für den Darwin Award selbst vorgeschlagen. Also es ist natürlich so, dass abgestimmt wird, wer von uns, also in diesem Fall Tobi jetzt, ja, normalerweise Weins oder ich gewinnen, weil wir jede Show einen Battle machen. Jede. Und je nachdem, wer dann gewinnt, werden die Leute gezogen, die auf die entsprechende Person gesetzt haben, was Maxi gerade gemacht hat. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel schreibst, Weins gewinnt, dann hättest du heute die Chance gehabt, weil nämlich aus der Kiste von Weins gezogen wurde, weil Tobi an der Stelle von Weins gespielt hat, was zu gewinnen. Is that easy? Und das geht aber nur auf der Folge auf GameStar.de unter der jeweiligen Folge halt der vorherigen sozusagen, ja, posten und nicht irgendwie fünf oder vorher oder nachher. Nachher geht natürlich nicht. Nee. Aber das ist aber auch für die ganzen YouTube-Zuschauer, wo wir ja auch immer mehr kriegen, dass die mal wissen, einfach auf GameStar.de gehen, letzte Folge anklicken, voten. Dann seid's dabei. Genau. Easy. Das war's. Das war's. Das war's. Gut, dann packt's euer Dindel ein, wir gehen auf die Wiesen. Schmeiß eine Runde. Ich hab mein Bier schon dabei. Ja. Und dann sehen wir uns nächstes Mal mit heißen Themen, heißen Dindels und heißen Händchen. Darf ich trinken? Ja, die Aufnahme läuft. Prost. Trink erst mal, Tobi. Erstmal ankommen. Wie gefällt's dir bei uns am Wiesentisch? Ach, fantastisch. Ich bin doch so gerne immer bei euch. Ja, weiß ich. Ich muss gerade sitzen. Meine Mutter hat mir immer gesagt, gerade sitzen. Es läuft. Der Mutter hat immer gesagt, gerade sitzen. Du musst einen Euro zwischen die Knie. Dass die Füße immer zusammenbleiben. Vor allem, wenn du mit Männern zu tun hast. Immer die Füße zusammenzwicken. Ja, das läuft schon. Das Markstück darf nie runterfallen. Ja.